Okay, herzlich willkommen hier in der Landesgeschäftsstelle der Piratenpartei Bayern. Heute geht es um ein Strategietreffen. Mein Name ist Olaf Krüger, für diejenigen, die im Stream zuhören, herzlich willkommen auch. Wir haben hier das voraussetzungsvoll gestaltet. Das heißt also, bis wir hierher gekommen sind und uns im Real Life treffen, haben wir bereits drei Mumble-Sitzungen gehabt, mehrstündig. Wir haben eine Tagesordnung für den heutigen Tag festgelegt. Wir werden heute uns mehr um die Metaphysis kümmern, also nicht im Detail auf bestimmte Ereignisse eingehen wollen und die dann selektiv befassen, sondern mehr im Meta-Bereich bleiben wollen, was die Piratenpartei an und für sich betrifft. Wer mit twittern möchte, wir haben einen Hashtag dafür, der ist da oben angeschrieben, SEED, Strategie, Entwicklungs- und Arbeitstreffen, das ist die Vollformel dafür. Wir haben auch ein Pad, das Pad lautet https://denkfabrik.piratenpad.de/2014-09-30. In diesem Pad steht auch die Tagesordnung mit der voraussichtlichen Abfolge, zeitlichen Abfolge und den Inhalten, die wir hier heute besprechen. Und am Anfang möchte ich noch für die Mithörenden, die möglicherweise nicht ganz im Thema drin sind, erklären, warum es heute zu diesem Treffen, zu dem ersten von mehreren Treffen gekommen ist. Wir haben festgestellt in der Piratenpartei, dass wir ein Problem haben. Ein Problem, das wir heute noch näher erläutern werden und das sich in verschiedenen Facetten ausdrückt. Zu diesem Problem haben wir auch festgestellt, dass uns etwas fehlt. Etwas, was eigentlich von jedem politischen Akteur erwartet wird, nämlich eine politische Strategie zu haben. Wie auch immer diese politische Strategie aussieht, sie kann im Einzelnen nicht von anderen Parteien aufgenommen werden, adaptiert werden. Das heißt also, wenn wir als Piratenpartei beispielsweise die Strategie, sofern es eine gibt, der Bündnisgrünen übernehmen wollten, hätten wir Schwierigkeiten, um es mal einfach zu formulieren. Wir können auch nicht die Strategie, sofern es eine gibt, von der CSU übernehmen. Das, was sich vielleicht bereits ganz einfach erschließen mag, möchte ich nicht vorwegnehmen. Es gibt da bestimmte Komponenten, die es einfach verunmöglichen, dass wir als Piraten eine andere Strategie adaptieren. Deswegen, also aus diesen beiden Komponenten herausgenommen, dass uns etwas fehlt, nämlich eine politische Strategie und dass wir eine politische Strategie nicht einfach von jemand anderem übernehmen können, kommen wir zu dem Schluss oder sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir selbst eine Strategie entwickeln müssen. Um eine politische Strategie entwickeln zu müssen, brauchen wir Voraussetzungen. Denn eine Strategie ist nicht im Nirvana, sondern sie ist voraussetzungsvoll. Sie ist immer in einen Kontext eingebettet. Über diesen Kontext werden wir auch im Laufe des Tages sprechen. Das sieht man hier bereits an der Tagesordnung. Wir werden zunächst einmal auf die Identität der Piraten eingehen wollen. Damit den Unterpunkten, wer sind wir eigentlich und wer sind wir eben nicht. Und dann eine Problemanalyse vornehmen. Da wieder mit den Fragen, welche Probleme haben wir und warum wählt man uns nicht? Noch zwei Worte zur Strategie. Strategie ist nicht nur voraussetzungsvoll und in einen Kontext eingebunden. Strategie ist auch immer wieder erfolgsorientiert. Sie hat das Ziel, politisch erfolgreich zu sein. Abgesehen davon, dass es eine Grundvoraussetzung für politische Akteure ist, eine Strategie zu haben,
gehört auch dazu, dass es eine Daueraufgabe ist. Wenn wir hier also heute zum Beispiel zu dem Schluss kämen, wir brauchen eine bestimmte Strategie, wie auch immer die gestaltet ist, dann ist das für den heutigen Tag vielleicht richtig, mag aber für den morgigen Tag nicht mehr ganz zutreffen. Ich nenne nur ein Beispiel, um das ein bisschen aufzuhängen. Fukushima, ein Ereignis, das uns alle überrollt hat und das auch dazu geführt hat, dass die politische Landschaft in der Bundesrepublik Deutschland sich verändert hat, in der Konsequenz. Solche Ereignisse können wir nicht vorhersehen. Wir sind keine Propheten, wir sind auch hier nicht als Propheten aufgetreten und in der Landesgeschäftsstelle in Bayern, um Prophetie zu üben, sondern um etwas zu besprechen. Nämlich das Problem, das wir hier schon an die Wand geworfen haben über den Beamer. Ich glaube, das ist erstmal genug der Einleitung. Ich würde jetzt gerne zum ersten Punkt kommen. Nochmal zurück zum Pad für diejenigen, die zuschauen. https denkfabrik.piratenpad.de/2014-09-30. Noch einer. Sind schon aktueller. Gut. Dann einfach statt denkfabrikpiratenpad.de jetzt /2014-10-06 eingeben. Dann sind wir hochaktuell. Das andere war das Vorbereitung. Ja gut, er hat das jetzt 10 genannt. Wären wir soweit, zum ersten Punkt zu kommen? Jetzt genau 2014-06 und dann? 2014-10-06. Das ist 2014. Warum macht ihr nicht den heutigen Tag? Wir müssen ein neues aufmachen. Ja genau, mach mal ein neues auf. Gut, mal sehen, ob ich das hier kann. Das darf jeder. Okay. Ansonsten, wer traut sich Kameraperspektiven zu verändern? Man kann sich einfach kurz in das Ziel setzen. Please sign in. Heute ist jetzt der. Das hier. 10, 12 soll das sein. Ich schon, keine Ahnung, woher. Nee, das kann ich gleich aufmachen. Das ist, ja. Das ist 10, 12 muss es sein. 10, 12? Das ist der 30.9. Hast du 10, 12? Ich hab erst mal gerade die Links ins Pad in das Wiki eingetragen, ne? Damit die Wiki stehen. Hast du schon gemacht? Ich hab keinen Account auf die Denkfabrik. Okay. Sonst hätte ich es gemacht. Da haben wir dann beim 6. oder? Kannst du andere einrichten oder da beim 6.? Warum macht das? Jetzt? Das ist natürlich jetzt noch leer, aber. Das ist Public. Jo. Dann setze ich mal her.
So, dann würde ich gerne mit dem ersten Punkt mal anfangen. Wir wollen uns ja mit der Identität der Piraten beschäftigen. Ich hatte ja schon am Landesparteitag gesagt, dass das einer unserer ausschlaggebenden Probleme ist, dass wir nicht wissen, wer wir selber sind. Danke. Und für eine Strategie ist es besonders wichtig, dass man weiß, wer man ist, auch was man kann. Deshalb müssen wir uns erstmal darüber im Klaren werden, wer wir als Piraten eigentlich sind. Und das wollte ich heute doch einmal ein bisschen intensiver beleuchten, als es beim Landesparteitag möglich war. Vorweg zum Einstieg ein kleines Video. Und Sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Wir können Sie zitieren, Ihnen widersprechen, Sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist, Sie zu ignorieren. Ich starte es nochmal vorne. An alle, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist, sie zu ignorieren, weil sie Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind, zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Also ich habe vor anderthalb Jahren saß ich mal hier selber im Raum. Und wir haben uns mal auch Gedanken gemacht, ob wir noch eine Strategie für den Landeswahlkampf noch entwickeln können. Und da war auch die Frage, wer unsere Zielgruppe ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch naiv behauptet, unsere Zielgruppe wäre platt gesagt jung. Weil das oft auch von außen gehört habe. Seitdem habe ich mir Gedanken gemacht, wen ich hier in der Partei kennengelernt habe, wer diese Partei gegründet hat, wen wir auch nach außen angesprochen haben. Und deshalb habe ich mal angefangen, eine Liste zu machen. Einen kleinen Teil dieser Liste habe ich jetzt in drei Folien zusammengefasst, die ihr jetzt dort auch am Beamer sehen könnt. Also, wir sind auch mal mit dieser Idee angetreten oder so wurden wir wahrgenommen, dass wir Politik anders machen wollen. Also wir haben Andersdenkende in der Partei, wir haben Andersdenkende angesprochen. In gewisser Weise sind wir rebellisch, wir sind Idealisten, zumindest einige von uns haben sehr, sehr starke Ideale. Unter uns gibt es auch Visionäre. Eines unserer stärksten Visionen ist das bedingungslose Grundeinkommen. Wir haben Querdenker, die einfach anders denken, die manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand wollen. Bei uns gibt es auch die Weltverbesserer. Ich habe bei den Piraten sehr viel skeptische Menschen kennengelernt. Aber auch die Neinsager, vielleicht weil sie gerade skeptisch sind.
bei den Piraten lernt man immer sehr viele Besserwisser kennen. Das merkt man bei vielen Diskussionen, dass der eine es immer besser wissen möchte als der andere. Aber auch zu den Piraten sind sehr viele Unzufriedene gekommen, die mit der bisherigen Politik einfach unzufrieden waren. Wir haben auch eine bestimmte Klientel, eine Gruppe bei uns, die ich festmachen möchte, mit Nerds, Geeks, Freaks, aber auch eben technikaffine, technikbegeisterte, besonders bei uns natürlich auch die internetaffinen. Bei uns trifft man Hacker, Tracker, aber auch die Blogger. Was ich selber auch festgestellt habe, wir haben eine Menge Eigenbrötler in dieser Partei, auch Einzelgänger, viele Individualisten, die sich eben in kein Schema pressen lassen wollen, eben Nonkonformisten, also Piraten sind typischerweise Menschen, die nicht mit dem Mainstream gehen. Viele sind hier auch ausgeflippt. Viele zeigen das auch durch Art und Weise, wie sie sich kleiden. Man könnte auch sagen, viele sind Sonderlinge. Aber auch aus politischer Sicht, wir haben bei uns die Datenschützer als Beispiel, die Bürgerrechtler oder auch als Ideologie. Viele nutzen bevorzugt Open Source dort, wo es geht. Eben immer vor Closed Source. Wir haben Leute, die bei den Freifunkern aktiv sind, also eigene Netze aufbauen möchten und sich unabhängiger zu machen. Man trifft bei den Piraten Geocacher, OpenStreetMapper, aber auch Satellitenspotter. Viele sind Science-Fiction-Fans. Das hat man auch mitbekommen, wie so manche Mailingliste benannt wurde. Und hier in Bayern haben wir das Holodeck zwar abgeschafft, aber das war mal eine durchaus wichtige Mailingliste. Man trifft aber auch auf Parteitagen Fans von Animax oder auch wenn wir an Infoständen sind und es ist gerade ein Animax-Treffen in der Nähe. Die Leute kommen mit einem erhobenen Daumen am Stand vorbei, also finden das, was wir machen, gut. Also wir sprechen sie positiv an. Wir haben aber auch Rollenspieler, E-Gamer, E-Sportler. Ich habe aber auch viele kennengelernt, die schon in der Kindheit mit Lego Technik gespielt haben. Oder auch Leute, die Paintball spielen. Ich selber bin behindert, ich habe auch andere Behinderte bei den Piraten kennengelernt. Wir haben viele, die queer sind. Es gibt auch eine Menge Kiffer bei den Piraten oder auch die, die wir außerhalb der Partei damit ansprechen. Wir haben die Migranten angesprochen und auch sozial Schwache, obwohl der Begriff negativ geprägt ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass Personen, die am sozialen Rand sind, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden, haben wir in den Wahlkämpfen deutlich überproportional angesprochen. Also die Wähler haben das Gefühl gehabt, dass wir eine Partei wären, die für sozial Schwache in der Gesellschaft ein Ansprechpartner werden. Piraten habe ich wahrgenommen als Modemuffel, aber auch relativ eindeutig sind solche Positionen wie, dass Religion und Staat getrennt werden sollten. Das wird manchmal auf die Spitze getrieben. Mit dem
mit den Anhängern des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und wen die Liste insgesamt mal interessiert, die ich erstellt habe, hier unten auf der Folie findet man noch den Link zu dem Pad. Ich habe mal mit dem Arbeitstitel angefangen, Agenda 2016. Das kann ich auch mal kurz erklären, warum ich auf Agenda 2016 gekommen bin und diese Pad-Gruppe aufgemacht habe und dort das Pad Zielgruppe angelegt habe, um einfach mal solche Begriffe zu sammeln. Ich bin der Meinung, dass 2016 für die Piraten ein entscheidendes Jahr sein dürfte, weil die Wahl in Berlin wieder ansteht zum Abgeordnetenhaus. Das ist die erste Wahl, wo wir erfolgreich die 5%-Hürde geknackt haben, mit einem sensationellen Erfolg mit 8,9% eingezogen sind. Und wenn wir dort jetzt dann 2016 die Wiederwahl nicht schaffen sollten, was der Vorläufer dafür war, dass dann wir im Saarland, in Schleswig-Holstein, aber auch in Nordrhein-Westfalen die Erfolge eingefahren haben, gehe ich im Umkehrschluss auch davon aus, dass wenn wir in Berlin rausfliegen, dass auch es eine Abwärtsspirale dann weitergeht. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein, wir sind im Moment eine 1%-Partei. Und wenn wir es in 2 Jahren nicht geschafft haben, den Kahn auf Kurs zu bringen, dann sehe ich das ein bisschen düster. Außerdem wird das nächste Jahr, 2015, das Jahr sein, wo wir die meisten finanziellen Mittel aus der Parteienfinanzierung bekommen. Da wir mittlerweile deutlich weniger zahlende Mitglieder haben als vor 2 Jahren, werden auch die Parteienfinanzierung dann für 2016 deutlich geringer ausfallen. Unsere eigenen Mittel werden deutlich geringer ausfallen. Das wird dazu führen, dass eben die meisten finanziellen Mittel wir 2015 haben werden. Und daraufhin müssen wir auch unsere Strategie ausrichten, dass wir nächstes Jahr die meisten Mittel haben, um auch Ideen umzusetzen. Und man muss ja auch bedenken, dass eine Wahl 12 bis 6 Monate vor der Wahl entschieden wird. Die meisten treffen ihre Wahl nämlich nicht in der Wahlkabine, wie es immer so schön heißt, sondern sie treffen sie deutlich früher. Und meine Erkenntnis auch aus 2013 war, dass wir die Wahl 2012 verloren haben und nicht im eigentlichen Wahljahr. Wir haben nämlich unser Image 2012 selber kaputt gemacht. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir das wieder aufbauen. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens ein Jahr brauchen, um eine vernünftige Strategie mit einer entsprechenden Kampagne zu entwickeln. Jetzt noch ein Jahr weiter, dann sind wir im Herbst 2015 und daraufhin müssen wir dann den Wahlkampf für 2016 für die Gesamtpartei vorbereiten, auch wenn sie sich dann in 2016 zuspitzt. Eine Liste, die ich in diesem Pad Agenda 2016 Zielgruppe zusammengefasst habe, die jetzt hier in tatsächlich 4 Folien am Beamer waren, habe ich in 4 Punkten zusammengefasst. Ich bin der Meinung, dass die Piraten aus sehr vielen Individualisten bestehen, dass wir eine ganze Menge Randgruppen vereinen, dass wir viele Minderheiten ansprechen und provokant auf den Punkt gebracht, dass Piraten Außenseiter sind. Das Wort Außenseiter ist zwar oft negativ belegt, muss es aber überhaupt gar nicht sein. Für uns kann das durchaus auch positiv sein. Für mich ist nur wichtig, dass wir das im Fokus haben, dass wir uns selber kennenlernen und dadurch auch eher nach außen besser uns fokussieren können.
Und deshalb steht ja dieser Tagesordnungspunkt unter der These, dass Piraten Außenseiter sind, wozu dann gleich noch heftig debattiert werden darf. Auf der Grundlage, dass ich die These aufstelle, dass Piraten Außenseiter sind, komme ich dann auch zu dem Schluss, dass auf Grundlage dessen, dass wir Außenseiter sind, dass wir eben halt sozial unangepasst sind. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wenn wir uns oftmals selber als Kellerkinder bezeichnet haben, dann ist es nicht zu verwundern, dass man bei den sozialen Problemen, die sich oftmals zeigen, wir unsere grundsätzlichen Kommunikationsprobleme auch haben. Das ist zwar eine sehr provokante These, aber ich bin der Meinung, dass viele Außenseiter schon in ihrer Jugend Mobbing-Erfahrungen gesammelt haben. Viele Piraten haben da vielleicht auch persönliche Erinnerungen daran und haben diese Mobbing-Erfahrung auch mit in die Partei gebracht. Das kann dann auch dazu führen, dass jemand, der Mobbing-Erfahrung hat, diese Mobbing-Erfahrung dann auch weiterträgt. Und das, was man bei uns viel auf Mailinglisten und auf Twitter sieht, könnte man eben auch eben als Mobbing bezeichnen. Also jemand, der selber diese Erfahrung gemacht hat, gibt diese Erfahrung oftmals weiter. Und wer diese Erfahrung außerhalb der Piraten vielleicht noch nicht gemacht hat, hat es aber vielleicht dann eben bei den Piraten gemacht, vielleicht auch nicht am eigenen Leib, aber hat mitbekommen, wie andere gemobbt wurden. Eine zweite Schlussfolgerung, die ich ziehen möchte, ist, da Piraten viele Randgruppen verbinden und auch Randgruppen anziehen. Also die Leute haben irgendwie das Gefühl, dass wir für Randgruppen da wären. Das führt auch dazu, dass wir dann Randgruppen wiederum anziehen. Mit der Konsequenz, dass wir auch Randgruppen anziehen, die wir überhaupt nicht haben wollen. Das war schon am Anfang so. Das machen auch viele kleinere Parteien, dass sie bis zum Rechtsextremismus sogar Randgruppen anziehen. In den letzten Monaten haben wir erlebt, wie wir den Linksextremismus angezogen haben. Und da bin ich der Meinung, wir als Partei, wenn wir vielleicht auch heute schon zur Erkenntnis kommen oder meine These sich bestätigen würde, was ja überhaupt nicht der Fall sein muss, aber wenn meine These stimmt, dass wir eine Ansammlung von vielen Randgruppen sind und auch Randgruppen politisch vertreten möchten, dann müssen wir uns überlegen, für welche Randgruppen sollen wir denn tatsächlich da sein und welche Randgruppen passen nicht zu uns. Wir müssen uns eben zum Beispiel überlegen, passt der Feminismus in unsere Partei oder gehört er vielleicht in andere Parteien wie die Grünen oder Linkspartei? Hat er was bei uns zu suchen? Das müssen wir für uns definieren als Gruppe und müssen das auch nach außen tragen. Wenn wir für Randgruppen da sein möchten, für welche Randgruppen wir da sein müssen. Jetzt habe ich auch ein Video. Wenn die Piraten kommen, ist das zugegebenermaßen nicht, aber sie haben nicht nur das Berliner Abgeordnetenhaus mit 9% der Stimmen erobert, viel schlimmer noch, wir haben auch die Medien erobert. Denn die Medien sind Teil des politischen Establishments und da kamen die Piraten dies hier nicht vor. Alle Redaktionen sind überrascht, sie haben keinen Piratenredakteur, das muss jetzt meistens der Redakteur der Grünen nebenbei mitmachen. Mich persönlich freut das Auftreten der Piraten, ich teile nicht die Kritik, dass die Piraten nicht immer ganz genau wissen, wie sich eine Million von einer Milliarde unterscheidet. Warum ich glaube, dass wir die Piraten brauchen, ist, weil sie ein Lebensgefühl, einen Lebensstil repräsentieren
einen Lebensstil, der sonst politisch nicht aufgegriffen wird. Parteien sind nicht nur Inhaltsvertreter. Parteien repräsentieren immer einen Lebensstil. Auch die SPD repräsentiert einen Lebensstil, allerdings einen Lebensstil, wie er sich vor ungefähr 150 Jahren herausgebildet hat. Es war der Lebensstil der Industriearbeiter, deren Leben anders als bis dahin der Menschen auf den Bauernhöfen eben geprägt war. Durch Industriearbeit, durch Schmutz, durch Ausbeutung, durch Maschinen und durch einen geregelten Arbeitstag, der mindestens 8 Stunden betrug. Also dieser Lebensstil, der sich fortsetzt, nicht nur im Verdienen, sondern auch im Wohnen, im Miteinander umgehen, im sozialen Verhalten. So einen Lebensstil bilden Parteien ab. Auch die Grünen haben ihren Lebensstil abgebildet, den der Alt-68er. Mittlerweile kommen einem ja die Grünen ein bisschen alt vor. Sie kommen einem glorioserweise mir vor, wie der Sozialkundelehrer, den ich schon in meiner Abiturklasse irgendwie nicht ausstehen konnte. Ein Mecker-App. Ein Lebensstil, der sich eigentlich eher überholt hat, weil es etwas Neues gibt. Und bei den Piraten gefällt mir, dass sie sich sehr mit Technik auseinandersetzen. Denn der Lebensstil der Grünen, so wie sie ihn repräsentiert haben, war eigentlich ein technikfeindlicher Lebensstil. Noch in den 80ern durfte kein Computer ins Büro der Grünen und diese Tradition hat sich fortgesetzt. Wir leben in einer scheinökologischen Welt, in der der technische Fortschritt keine Rolle spielt, weil er irgendetwas verändern kann. Der Lebensstil der Piraten dagegen ist eben der, der geprägt ist durchs Internet, in dem kann man Beziehungen aufbauen, einkaufen, arbeiten, Geld verdienen, Geld ausgeben. Eigentlich fast alle Phänomene unseres Alltags bilden sich längst im Internet ab. Und es ist typisch, dass als Reaktion auf die Piraten manche Parteien einen Internetarbeitskreis gegründet haben. Ich kann nur sagen, willkommen in der Gegenwart. Also ich finde, es wäre ziemlich wichtig, was der Herr Tischi hier sagt, weil Parteien bilden nämlich nicht nur ein politisches Spektrum ab, das, was wir oftmals versucht haben, sondern es geht auch bei Parteien um ein Lebensgefühl. Und das sollten wir auch in Zukunft stärker aufgreifen. Ich habe ja am Anfang gezeigt, dass Piraten, die technikaffin, internetaffin sind, das ist dieses Lebensgefühl, was er hier auch anspricht, dass wir eine Partei sind, die eher in die Zukunft schaut, die die Technik als was Positives sieht und dort eben halt nicht die Bedrohung als das eigentliche Problem, sondern dass wir tatsächlich auch Vorteile durch die Technik haben. Andere Parteien oder Gruppierungen, die haben dann ein Problem damit, wenn irgendwo ein neuer Sendemast aufgebaut wird. Die Piraten möchten, so wie ich sie erfahren habe, lieber noch einen dritten und vierten dazu haben, damit die Netzabdeckung möglichst flächendeckend ist. Also da ist eine ganz andere Haltung zur Technik dahinter und verkörpert auch ein anderes Lebensgefühl. Und damit komme ich auch zum Schluss und würde jetzt auch das Mikrofon in die Runde abgeben. Ich habe jetzt ja die These aufgestellt, dass Piraten Außenseiter sind. Und jetzt dürft ihr mitdiskutieren, was ihr von dieser These haltet. Ich würde es sehr begrüßen, wenn entweder die These bestätigt werden würden könnte oder wenn man eine Antithese formuliert, die man mit wenigen Worten herleiten kann. Und ich setze mich jetzt auch mit in die Runde oder schaue noch mal kurz, dass die Kameras passen und übergebe gerne das Mikrofon an jeden, der mag. Fange ich mal an. Mikro.
Kurs an. Das Erste, woran ich denke, also ich würde die These weitgehend bestätigen, das ist halt immer eine Frage der Formulierung, aber eher bestätigen auf jeden Fall als ablehnen. Das Erste, woran ich denken musste, als ich den Satz gelesen habe, war, ich hatte mal gelesen, ja, das Wahlprogramm der Piratenpartei spricht eigentlich fast nur Interessen von Minderheiten an, beziehungsweise relativ stark im Vergleich zu anderen Parteien. Habe ich mal gelesen, habe mir gedacht, ja, stimmt. Das heißt natürlich nicht nur, dass wir nur Minderheiten ansprechen oder nur Themen von Minderheiten, aber relativ stark und auch sehr umfassend, also verschiedene Minderheiten auch. Und das sieht man ja auch bei uns in der Partei. Also wenn man sich das anschaut, ich meine, Ron hat es ja ausgeführt, dass es sehr viele Individualisten, sag ich jetzt mal, gibt. Von dem her würde ich das bestätigen, würde aber auch darum bitten zu unterscheiden, ob wir selber in der Partei viele solche Leute haben oder eher so geprägt sind oder ob wir viele Wähler ansprechen, die so sind. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen, weil wenn wir als Wähler nur Außenseiter ansprechen, wird es wahrscheinlich auch relativ schnell schwierig. Also das könnte zu Problemen führen, weil nicht weil diese Leute nicht wert wären, sondern weil es halt natürlich auch dazu führt, dass man vielleicht als Partei dann irgendwann nur noch diese Gruppen sieht. Und das ist natürlich auch schlecht. Man muss auch die Mehrheit irgendwo sehen. Eins möchte ich noch ergänzen kurz. Ron hat es ja sehr umfassend ausgeführt, was wir so für eine Einordnung da haben. Und was ich ein bisschen vermisst habe, was aber auch ein bisschen verschwunden ist. Ich bin 2009 eingetreten. Damals waren die Piraten auch schon so Außenseiter. Und so die Außenseiter ist eigentlich ein schönes Wort dafür, auch wenn es ein wenig negativ besetzt ist, was ein bisschen mir gefehlt hat. 2009 waren die Piraten cool. Die Piraten waren cool. Ja. Die waren so ein bisschen so die Freaks zwar, aber cool. Ja. Und das ist ein bisschen verschwunden. Das hat mir auch gefehlt in der Analyse jetzt. Also ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr so oder in meiner Wahrnehmung. Von dem her gebe ich jetzt mal weiter. Ja, hallo. Ich bin der Jens, ich komme aus Ingolstadt, die mich noch nicht kennen. Danke, Ron, erstmal für die Einladung zu dem Treffen, was sicherlich sehr sinnvoll ist. Ich teile allerdings deine Analyse nicht wirklich. Also erstmal die These, dass Piraten Außenseiter sind, würde ich, oder auch vor allen Dingen stark Politik für Außenseiter machen, würde ich so nicht bestätigen. Ich glaube, dass du vielleicht an der Stelle sehr stark von dir auf andere schließt. Die Themen, die Piratenpartei angegangen hat mit dem Urheberrecht, das war das erste große Thema, sind Themen, die alle betreffen. Die sind eben nur Themen, die nur eine netzintellektuelle Elite gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Außenseiter. Das sind nicht unbedingt Außenseiter. Das sind nicht unbedingt Außenseiter. Wenn man sich den Wahlwerbespot anschaut, zum Beispiel von 2009, wo die Piraten dann auch cool gewesen sind, dann sieht man in diesem Spot vor allen Dingen sehr, sehr viele ganz normale Menschen. Weil ganz, ganz viele ganz normale Menschen von der Politik enttäuscht waren und sich von einer Partei, von einer Bewegung, die eigentlich nicht parteipolitisch aufgeladen ist und sich den ganzen, sage ich mal, parteiinternen Hickhack, den man aus anderen Parteien kennt, das heißt rumlamentieren, Machtkämpfe und so weiter, das alles spart und sagt, wir machen pragmatisch, praktische Politik von Bürgern für Bürger. Do-it-yourself-Politik. Ich glaube, dass das einfach die Piratenpartei sexy gemacht hat. Und das sind nicht die Außenseiter, sondern das sind ganz normale Leute, die sagen, da gibt es eine Möglichkeit, wo ich mich einbringen kann, wo ich Politik machen kann, ohne in einem Parteiapparat mich hochdienen zu müssen oder irgendwie mich mit Leuten in einem Parteiapparat langmächtig auseinandersetzen zu müssen, wie man es kennt, halt in der CSU, CDU, FDP und so weiter. Und ich glaube, dass wir diese Reputation halt verloren haben, dadurch, dass man es ist immer wieder gelungen ist, uns nachzuweisen, dass wir eben vor allen Dingen parteiintern auch zerstritten sind oder uns streiten, unproduktiv sind, destruktiv sind und so weiter. Das ist eigentlich das, was uns da runtergebracht hat. Es
Es ist natürlich so, das, was wir angeboten haben, war ein offener Prozess. Parteitage ohne Delegierten, jeder kann teilnehmen, Teilhabe, jeder kann sich einbringen. Und da haben sich natürlich dann irgendwann, als die Piratenpartei cool war, als sie bekannt geworden ist, auch über die Medien und vor allen Dingen, nachdem man gesehen hat, es kann funktionieren, nicht nur in Städten, auch in Berlin, sind natürlich ganz viele Leute, die sonst bei etablierten Parteien bisher auf taube Ohren gestoßen sind, zu uns gekommen, um sich einzubringen. Da sind Leute von den Grünen gekommen, die wollten aus der Kernenergie raus, bei den Grünen ging das nicht schnell genug oder hat es immer noch nicht geklappt, dann sind die zu uns gekommen. Genauso sind andere Leute zu uns gekommen. Die sind aber nicht deswegen gekommen, weil sie gesagt haben, da sind andere Außenseiter, deswegen gehe ich dahin, sondern weil sie gesagt haben, dort gibt es einen offenen Prozess, wo ich mich einbringen kann. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ist, du sagst halt, die Piratenpartei wird in 2 Jahren möglicherweise ein Problem haben und in 2016 wird sich das entscheiden. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern es entscheidet sich jetzt. Und zwar genau jetzt, hier, zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier sitzen. Da entscheidet sich das, ob eine Piratenpartei zukünftig weiter existieren kann oder nicht. Ja, nicht in 2016. 2016 ist es zu spät. Es entscheidet sich genau jetzt. Wir haben genau jetzt ein Problem mit Gruppierungen, die gebildet werden in der Partei, mit einer progressiven Plattform, mit Leuten, die austreten, die Bücher schreiben. Wir haben jetzt ein Problem. Versuch meine These zu formulieren. Genau, okay. Meine These, die ich hier reinstellen möchte, ist die, politische Parteien sitzen im Bundestag. Die Piratenpartei sitzt nicht im Bundestag, deswegen ist sie keine politische Partei. Geht's euch auch? Wer moderiert? Gib mal weiter. Ich muss es ins Wort. Ich wollte auch was dazu sagen. Ich will es da machen. Mein Name ist Bernd, ich komme aus Lindau. Was mir fehlt in der Liste, ist der Begriff Querdenker. Der war zwar in der langen Liste drin, aber in der verkürzten fehlt er. Denn für mich sind die Piraten oder haben schon die Eigenschaft, Querdenker zu sein. Ich sehe die Piraten sehr stark als Menschen, die... Ich hätte gern ein Plakat, das hing, als ich studierte an der TU München, im ersten Stock im Altbau irgendwo. Und sah so aus, wo lassen Sie denken? Unser Rat, do it yourself. Die Piraten sind Leute, die nicht anderen hinterherrennen, sondern zunächst mal ihr Gehirn selber einschalten und versuchen zu verstehen, was los ist und daraus dann Schlüsse zu ziehen. Für mich sind die Piraten Menschen, die, wie soll ich sagen, die politisch interessiert sind, die aber mit der Politik, wie sie heute gemacht wird, fundamental nicht einverstanden sind, denn wenn es nur kleine Korrekturen wären, dann kann man in die großen Parteien gehen und kann da ohne weiteres auch was bewirken. Aber wir haben ein fundamentales Problem mit der Partei, mit der Politik, so wie sie heute gemacht wird. Und dann als nächstes, darf ich ausreden erst? Wir sollten eigentlich dann mal zur These kommen. Beziehungsweise, ja, ich komme, ich bin, okay. Das ist die Entwicklung der These, damit ihr versteht, wo wir sind. Wir sind nämlich nicht nur mit der Politik nicht einverstanden, sondern wir sind mit den politischen Prozessen, mit der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, nicht einverstanden. Und zusätzlich haben wir ein überdurchschnittliches Verständnis für Informationstechnologie, für ihre Gefahren wie für ihre Chancen. Und wir stehen dafür, die Informationstechnologie für eine Politik, NT oder sowas zu benutzen, um damit letztlich für alle Menschen Politik zu machen und nicht als Lobbyisten, wie das heute bei den vorhandenen politischen Parteien der Fall ist. Wobei man natürlich auch anführen könnte, dass der digitale Graben auch dadurch zu einer Spaltung führt, dass man zum Beispiel Leute nicht den Zugang hätten, jetzt bei deiner These, zu diesen digitalen Mitteln, dass man die komplett außen vor lässt, die vielleicht in einer der Altparteien noch mitarbeiten könnten. Das ist eine berechtigte Kritik. Allerdings ist das eine Sache, die
Wenn ich mir die jungen Leute anschaue, ich bin ja schon ein bisschen älter, da ist dieser Graben eigentlich nicht mehr so stark da. Der ist in meiner Generation viel stärker, der wird verschwinden. Also ich fand auch von Ron ganz besonders, der auch so dieser einer der ersten Sätze, wo er gemeint hat, er hat damals die Zielgruppe als generell junge Leute definiert. Wer bei uns auch mal jetzt hier bei dem Treffen ist oder bei einem Parteitag, der sieht sehr schnell, dass die Piraten, dass man sie nicht auf den Kamm stellen kann, da sind nur die jungen Leute. Das ist definitiv, man könnte vielleicht sagen, die jungen Gebliebenen, aber nicht unbedingt, da sind jetzt nur junge Hüpfer. Da ist Ron auf jeden Fall zur richtigen Erkenntnis gelangt. Kannst du deine These nochmal vielleicht in einen Satz fassen, bevor ich meine Meinung sage? In einem Satz wird schwierig, aber es geht den Piraten um eine Überarbeitung der politischen Prozesse unter Einsatz der Informationstechnologie, um damit Politik für alle zu machen. Okay, also ich möchte mich näher an der These vom Mann halten, und zwar die These, dass Piraten Außenseiter sind. Zum einen, Außenseiter zu sein, ist ein Stück weit auch, ein großes Stück weit auch eigene Wahrnehmung. Wenn ich jetzt zurückdenke auf nahezu 50 Jahre, die ich auf diesem Planeten rumspringen darf, dann habe ich Phasen, da bin ich ein totaler Außenseiter, weil ich mich so wahrgenommen habe. Dann war ich auch Außenseiter, weil ich einfach erlebt habe, dass in speziellen Situationen ältere Mitbewohner des Planeten der Meinung waren, wenn einer klein und schwach ist, dann kann man an einem Baum binden und mit dem Fußball drauf schießen und so Sachen, weil das ist halt lustig. Ne? Das sind alles so Situationen, wo man sich als Außenseiter wahrnimmt. Aber das ganz Wichtige ist, darüber nachzudenken, wie nimmt man sich denn selber wahr? Also ich sehe mich sehr wohl in einigen Punkten, auch beruflich und so, immer wieder als Außenseiter, weil ich einfach eine Position vertrete, die andere nicht vertreten. Das manifestiert sich halt immer in ganz bestimmten Situationen. In anderen Situationen bin ich überhaupt nicht Außenseiter. Auf der anderen Seite ist ein ganz klares faktisches Moment dafür, dass die Piraten Außenseiter sind, der Name. Denn es vergeht kein Infostand. Und ich habe jetzt mittlerweile vielleicht 120 gemacht, an dem ich nicht von jemandem angesprochen werde, wieso heißt ihr eigentlich Piraten? Das sind meistens ältere Leute. Gestern war eine Dame da, die ist bei der SPD und die wird diese SPD-Mitgliedschaft in ihr Grab mitnehmen. Und die hatte echt ein Problem, diesen TTIP zu unterschreiben. Ja, aber ihr seid ja Piraten und das will ich ja nicht. Ich will ja den Piraten nicht unterstützen, also was Schreckliches will ich ja nicht unterstützen und so weiter und so fort. Dann sage ich, naja, christliche Truppen schießen Leute in Afghanistan zusammen, bomben die weg mit irgendwelchen komischen Drohnen und so weiter. Das sind ja auch Christenmenschen da aus Amerika, vielleicht sitzen an dem Mischpult, das macht für ein Gelenk auch der ein oder andere Moslem, das weiß ich ja nicht, aber es ist so. Und wenn Sie mir sagen, was ist so schlimm daran, dass wir Piraten sind, was ist denn so richtig daran, dass an der CSU, dass das sich das ganze christlich-soziale Union nennt? Also hinter dem Namen verbirgt sich doch nichts, das ist doch nur Schall und Rauch. Wir sind halt so, weil wir halt so sind. Und wenn Sie jetzt so gerne bei der SPD sind, wunderbar, dann unterschreiben Sie halt das TTIP bei der SPD, beim Infostand der SPD, wenn Sie einen finden. Und dann hatte ich die Unterschrift. Also, ja, also, und ich habe gesagt, ich sehe mich nicht als Außenseiter. Ich nehme nicht als Außenseiter wahr. Ich fahre ein Auto, ich gehe essen, ich gehe arbeiten, ich zahle irgendwelche Steuern. Also, ich bin kein Außenseiter, tut mir leid. Ich habe nur in einigen Punkten ganz klare Meinungen, die halt vielleicht ein Mainstream nicht teilt. Und das ist alles. Und das mache ich deutlich. Und mir ist das persönlich vollkommen wurscht. Aber der Name Piraten steht dafür, dass wir Außenseiter sind, dass wir die ganze herausgehobene Rolle spielen wollen. Und da müssen wir halt dazu stehen, das ist meine Meinung. Also das heißt, man ist nur dann Außenseiter, wenn man sich so fühlt? Ja, klar. Haben wir da eine Wortmeldung? 1, 2, 3. Wo waren wir zuerst dran? Also ich würde natürlich noch gerne auf den Jens eingehen, der meint, wir würden Politik für die gesamte Gesellschaft machen. Das ist unser Anspruch, ja, aber wir machen damit erstmal nicht Politik für die gesamte Gesellschaft, sondern man muss ja auch erkennen, dass eine politische Partei eine Interessenvertretung einer kleinen Gruppe ist. Also besonders jetzt in unserem Fall einer kleinen Gruppe.
Wir haben ja gerade in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass wir der Meinung waren, wir müssen jetzt Volkspartei spielen. Mit 1% sind wir keine Volkspartei, sondern wir vertreten ein Klientel. Und wenn wir jetzt mit dem Urthema, warum wir jetzt diesen komischen Namen haben, warum wir Piraten heißen und wir das Urheberrecht reformieren möchten, dann sprechen wir ein Randgruppenthema an, das zwar in der Konsequenz die gesamte Gesellschaft trifft, aber die gesamte Gesellschaft nicht im Fokus hat. Also und deine andere These, nur Parteien, die im Bundestag sitzen würden, wären eine politische Partei. Was machen dann die ganzen Parteien, die im Landtag sitzen? Was machen dann die Parteien, die zum Kreistag, zu den Gemeindetagen antreten? Sind das plötzlich keine Parteien mehr? Also mit der These kann ich nicht ganz so viel anfangen. Mein Name ist Matthias. Ich wollte sagen, wir sind keine Konservative. Und das jetzt nicht als politische Richtung gemeint, sondern wir sind Personen, die sich mit moderner Technik und mit modernen Dingen beschäftigen. Ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir innovativ sind, dass wir visionär sind. Und die Anzahl der Personen, die visionär sind, das sind Außenseiter immer. Sie möchten etwas voranbringen, sie möchten etwas weiterbringen. Aber das bedeutet nicht, dass diese Außenseiter ewig Außenseiter bleiben. Also wir haben schon den Anspruch, letztendlich Mainstream zu werden und für alle da zu sein. Das heißt, wir nutzen moderne Technik, wir nutzen das Internet. Dort geben sich bestimmte Veränderungen, die wir sehen, und wir sehen das kritisch. Wir möchten aber auch diese moderne Technik nutzen, das ist Internet, Smartphone, all diese Techniken und alles, was es da gibt. Und das ist eben auch nicht nur ein ganz kleiner Bereich, sondern ein weiter Bereich. Wir möchten innovativ sein, wir möchten nach vorne gehen. Und das ist eigentlich meine These. Natürlich. Okay, ich darf an dieser Stelle mal einen Proxy spielen. Im Internet wird ja dieser Stream verfolgt. Ich habe eine Frage von Piraten-Lilly an dich. Und zwar meinst du vielleicht, dass wir diese Coolness, von der du gerade gesprochen hast, vielleicht wieder zurückgewinnen könnten? Bevor du also darauf antwortest, darf ich noch das sagen, was ich eigentlich auch noch zum Besten geben wollte. Ich habe natürlich mit dem Begriff an sich Außenseiter und Außenseitertum meine Schwierigkeiten. Ich habe allerdings dadurch, dass Ron das erläutert hat und auf breitere Füße aus meiner Sicht gestellt hat, naja, meinen Frieden erstmal geschlossen. Obgleich ich also denke, da gibt es genügend Angriffspunkte, da dieser Begriff ja auch belastet oder belegt ist, inhaltsschwer auch ist, das so nach außen zu tragen. Ron hat mir aber auch im Gespräch vermittelt, dass das für uns intern erstmal eine Richtschnur ist. Und dadurch, dass er das unterteilt hat und verschiedene Gruppen auch aus der Gesellschaft genannt hat, verstehe ich, wohin das Ganze zielt. Insofern würde ich diese These jetzt erstmal unterstützen. Nochmal zurück, ich sehe, dass wir eine segmentierte Gesellschaft haben. Das ist natürlich ein politikwissenschaftlicher, ein soziologischer Begriff. Allerdings weiß ich auch aus der Politikwissenschaft, wir sind da wohl auf einer Linie, dass wir eine fragmentierte Parteienlandschaft haben. Das heißt also, jetzt mal auf die These zurückzukommen, wir sind nur dann eine politische Partei, wenn wir denn im Bundestag säßen. Das halte ich für sehr gewagt. Es gibt auch politische Parteien, die nicht im Bundestag sind und trotzdem politische Parteien sind. Wir haben auf dem Wahlzettel zuletzt gehabt, ich glaube bei der Bundestagswahl, um die 20 seriöse Parteien, die man hätte ankreuzen können. Insofern nur von den jetzt im Bundestag vertretenen Parteien zu behaupten, sie wären politisch, das halte ich für zu weit oder zu kurz gegriffen. Wenn ich jetzt nochmal den Bogen spannen könnte zu den Außenseitern, wir haben auch nicht nur die Gesellschaft,
die wir also als vielleicht Mann, Kind, Frau bezeichnen wollten, um das mal ganz einfach zu fassen, sondern eine Pluralität. Insofern ist es ganz einfach, sich einzelne Gruppen herauszupicken oder sie im soziologischen Sinne jetzt als Generation Y, X oder wie auch immer zu bezeichnen und dann zu sagen, wir stehen also jetzt für die Gruppe der Junggebliebenen oder der Jungen, die sich nur mit Internet beschäftigen. Insofern rekurriere ich hier jetzt mal auf verschiedene Bücher, die dazu schon geschrieben worden sind und publiziert wurden in den letzten Jahren, wo also auch gesagt wird, diese junge oder jung gebliebene Generation würde insbesondere die Piraten wählen. Nun gut, kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Bin aber auch auf der Linie von Jens, der also sagt, also ich habe da meine Schwierigkeiten und würde das auf jeden Fall unterstützen, wenn nicht heute oder morgen wir mit dem Prozess anfangen, darüber zu sprechen, das machen wir ja eigentlich schon, dass wir 2016 beispielsweise in die Parlamente ziehen wollen, dann ist es zu spät. Ich glaube aber auch, um da jetzt mal den Ron noch zu verteidigen, er will das ja auch. Ron möchte mit dem, was er jetzt als These formuliert, uns dazu bringen, dass wir jetzt darüber sprechen, wo wir stehen, was wir machen wollen. Insofern, jetzt damit halte ich auch inne, beginnen wir diesen Prozess jetzt schon. Soll ich ganz kurz die Frage beantworten? Ja, richtig. An privaten Leben. Die Frage war, er hatte gesagt, ja, wir haben die Coolness verloren. Piratenlady fragt jetzt über Twitter, können wir die Coolness noch wieder zurückgewinnen? Also einfach wird es natürlich nicht, weil es hat ja Gründe, warum wir nicht mehr als cool gelten. Also ich glaube, sowohl für uns selber als auch nach außen hin irgendwo so ein bisschen als cool, ich sage jetzt das nächste Wort einfach mal, weil mir nichts Besseres einfällt, kann man sicherlich auch noch umschreiben. Ich denke, das kommt auch dadurch zustande, ja, was halt bei uns passiert ist seitdem, seit 2009. Und wir können das wieder gewinnen, wenn wir uns entsprechend verhalten. Das heißt, ja, indem wir halt originell sind und ungewöhnlich sind und das auch auf die Straße bringen, diese Fähigkeiten, und zwar auch als Organisation, nicht nur die einzelnen Leute. Ich habe jetzt nur ein einziges Beispiel, jetzt einfach ein Wahlplakat gesehen von, also was schon älter ist, ich glaube, das ist von 2009 von der Bundestagswahl, wo einfach dieser Euro auf der Seite liegt, wo draufsteht, Freiheit ist keine Randnotiz. Das, ja, also das, was da hinten in der Ecke irgendwo hing, aber ich denke, es kennen noch viele Piraten, wo einfach draufsteht, Freiheit ist keine Randnotiz, was halt einfach so ein bisschen, das ist ein bisschen andersartig im Vergleich zu vielen anderen Parteien, das ist ein bisschen, hat so seinen eigenen Stil und das sehen dann die Leute auch draußen, also die Wähler sehen das auch, die merken es auch, oder zumindest die uns wählen würden potenziell, merken das auch und wählen es dann auch vielleicht. Dürfte ich nochmal eine kurze Frage stellen, weil du gemeint hast, die Coolness auch damals, wo du 2009 eingetreten bist, was war wirklich die Coolness? Was für dich so der ausschlagende Moment, wo du gesagt hast, so Piraten, vielleicht habe ich was mit Parteien zu tun oder auch nicht, aber Piratenpartei, das ist genau das. Da ist, das ist cool, das ist, da habe ich mein Mojo, da will ich hin. Warum? Was war damals so der, was war der Punkt? Oder ist es dieses noch sehr schwammige Lebensgefühl, was mich dann genau in diese Gruppierung reinzieht? Oder gibt es irgendeinen ausschlagenden Moment? Gut, das ist nicht so einfach zu beschreiben, das ist ja auch schon etwas länger her, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist auch im Vergleich zu den anderen Parteien zu sehen, dass halt einfach, ja, ich habe jetzt das Wahlplakat schon beschrieben, also es ist auch eine politische Sache einfach, weil halt einfach, zum Beispiel diese Technikaffinität da ist, wo man ganz klar sehen kann, es gibt ein Wiki, wo ich einfach alles Mögliche reinschreibe, das gibt es halt bei keiner anderen Partei, oder zumindest gab es das damals so noch nicht. Ja, so einfach nur diese solche Sachen. Ja, es gibt eine Mitgliederzahl, die da steht und die einfach alle paar Wochen aktualisiert wird oder häufiger. Solche Sachen, aber wo man dann als Berater merkt, okay, es ist ein bisschen anders. Und natürlich, bevor ich eingetreten bin, war das auch so, es ist ganz klar, dass die Piraten halt andere Standpunkte haben in meinen Punkten und einfach auch ein bisschen kleiner und neuer sind als die anderen Parteien. Ja, gar nicht so sehr jetzt nur von dem, was man selber bewegen kann, sondern auch, was man halt von außen sieht. Wie gesagt, ist nicht einfach zu beschreiben. Von dem höre ich jetzt auch mal auf. Ich glaube, er wollte zunächst dran. Ja. Der Thomas. Also,
ich bin ja auch ein Ersttäter und habe Politikwissenschaft mal studiert und habe deswegen Parteien immer beobachtet, schon sehr lange. Bei den Piraten habe ich 2006 angefangen, die zu beobachten. Und was mein persönlicher Eindruck war, wo die Coolness hergekommen ist, ich bin erst 2012 eingetreten, weil ich möchte erst das Gericht eine Weile kochen sehen, bis ich sehe, was da rauskommt. Aber ich war immer sehr affin, ich habe auch 2009 selber Wahlkampf gemacht und habe die Piraten unterstützt, weil ich die Coolness eben irgendwo festgestellt habe. Aber nicht an einem Parteikonzept, sondern eigentlich an bestimmten Personen, die in der Partei da waren und wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Da gab es mal den einen oder anderen, der jetzt nicht von den Herausgehobenen, die man da gesehen hat, sondern Sebastian Merz, war für mich ein sehr gelassener Mensch immer. Das war eine gewisse Coolness, aber noch nicht das Richtige. Ich erinnere mich an eine Schlüsselszene in Ulm, das war göttlich. Da gab es eine Diskussion darum, ob man einen Direktkandidaten wie mich oder wie die Freundin damals da war, der in keiner Partei ist, bei der Bundestag unterstützen kann als Partei, oder ob das schädlich wäre für die Zweitstimmen der Partei. Und ich habe nicht genau gewusst, um was es geht, und der Pirat war einfach cool. Der hat seinen Laptop genommen, hat den Gesetzestext aufgemacht, hat mir das hingelegt und hat gesagt, ihr könnt es nachlesen. Und das war cool. Von jedem Grünen, von jedem SPDler, von jedem anderen kriegst du sofort belehrende Sätze, bis du das bei den Ohren rauskommt. Du kriegst einen riesen Text, aber du kriegst nicht einen Beleg. Du kriegst nur Tatsachen, Behauptungen, die du nicht nachprüfen kannst. Und der Pirat sagt, ja, ich denke aber so, weil der steht da. Da kannst du nachschauen. Und das war cool. Und solche Dinge, gerade in den Domänen, wo wir technische Fähigkeiten haben oder Wissensfähigkeiten, wo wir einfach auf der Höhe der Zeit sind, das sollte man jetzt auch machen. Genauso wieder machen und nicht versuchen, das alles besonders ernst zu nehmen. Wir hatten einige Exponenten, wo wir da irgendwelche sozialen Themen besonders wichtig waren, die dann mit diesem entsprechenden Ernsthaftigkeit vorgetragen werden und so. Das ist einfach mal cool, wenn wir das auf den Punkt bringen. Genau. Das ist doch schön auf den Punkt gebracht. Ron würde gerne noch einmal kurz vorher, ich denke. Ja. Ich wollte vorhin noch mal auf die These von Matthias eingehen. Das ist ja auch das Lebensgefühl, was wir verkörpert haben. Und wenn man sich das anschaut, wie auch das Internet vor 10 Jahren war, also wir sind eher diejenigen, die schon als Vorreiter diese Technik genutzt haben. Das Internet zu benutzen, weniger zugestalten, sondern mehr zu benutzen, ist ja heutzutage schon Mainstream geworden. Jeder läuft jetzt mit so einem Smartphone durch die Gegend. Wir als Partei müssen aber auch dort weiterhin Vorreiter sein und in die Zukunft schauen. In den letzten 2 Jahren haben wir mehr so in die Vergangenheit geschaut. Und wenn ich eben technikaffin meine ich nicht, dass wir jetzt heute auch mit dem iPhone rumlaufen, und dann ist man schon technikaffin, sondern das ist ja mittlerweile der Mainstream, sondern Piraten sind ja eher so technikaffin, die schrauben das Ding mal auf, um zu gucken, was da drin ist, wie das Ding funktioniert. Oder vielleicht zu schauen, Wire zu lesen, was bringt denn die Zukunft, was kommt denn demnächst raus, was ist denn die nächste Zukunft, künftige Technologien, wo bringt uns das Internet hin? Also das ist ja eher das, was ich auch eben damit meine. Also technikaffin ist jetzt ja nicht nur, ich benutze die Technik, sondern dass ich auch mich mehr mit der Technik auseinandergesetzt habe. Was auch angesprochen wurde, dass die Piraten cool waren. Das ist eben das, was auch der Herr Tischi anspricht, das ist das Lebensgefühl, was wir transportiert haben. 2009, als wir diesen Hype hatten, wo wir dann von 1000 Mitgliedern zur Europawahl und dann auf 10.000 Mitglieder zur Bundestagswahl, also als wir uns von den Mitgliedern her verzehnfacht haben, da waren wir tatsächlich cool. Man stand gar nicht unbedingt hinter den Themen der Piraten. Diese 10.000 Leute wollten nicht unbedingt jetzt das Urheberrecht verändern, sondern da war eine große Gruppe dabei, die einfach der Meinung war, Piraten sind cool. Es war dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich eigentlich mehr so, ja, so auch schon fast auf dem Schulhof, ja, ich bin jetzt auch Pirat geworden. Also das ist wirklich so, es war ein tatsächlicher Coolness-Faktor an der Stelle. Also das hat man zu dem Zeitpunkt tatsächlich gesehen. Und als wir dann angefangen haben, ja, ich würde jetzt sagen, Politik 1.0 zu machen, da sind wir dann total uncool geworden, weil ja, wir haben ja genau das gemacht, was die anderen Parteien auch gemacht haben, und das war dann eher uninteressant. Was mich jetzt
gedanklich nochmal zu meiner Ausgangsthese bringt. Also meine Traumvorstellung für diesen Themenblock wäre ja, dass wir gemeinsam eine These formulieren, die besser ist als meine eigene. Also wenn wir es schaffen würden, durch verschiedene formulierte Thesen dahin kommen, dass wir eine These formulieren, wie wir Piraten beschreiben können, für uns selbst, nicht nach, lange nicht nach außen, nur für uns selbst, damit wir selber die Identität der Piraten besser greifen können. Also das wäre noch so meine Zielsetzung, also dieser Themenblock, der laut Tagesordnung geht ja bis 12:45, dann machen wir eine Mittagspause. Das wäre so noch meine Wunschvorstellung, dass wir da so noch ein bisschen in diese Richtung uns bewegen. Wie kann man Piraten besser beschreiben, als ich es gemacht habe? Gut, ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, auf diesen Punkt. Wir machen Politik für die gesamte Gesellschaft, das stimmt natürlich. Wir sind aber auch eben die explizit Netzpolitik gemacht haben. Und jetzt habe ich vor einer Viertelstunde ein Zitat von Martin Schulz gelesen. Ich zitiere, was er auf der Buchmesse gesagt hat. Es gibt keine Trennung zwischen analoger und digitaler Welt, meint Schulz. Bei fast allen sogenannten Netzfragen geht es im Wesentlichen um gesellschaftspolitische Fragen, die wir schon in der analogen Welt kannten. Deshalb ist es nicht entscheidend, was Netzpolitiker oder Netzaktivisten sagen, sondern auch derjenige, der kein Digital Native ist, hat ein Mitspracherecht in dieser Diskussion. Und jetzt kommt's. Denn wenn wir diese Fragen allein den technischen Experten, den Programmierern und Nerds überließen, lebten wir in einem selbstreferenziellen System. Es käme zur Herrschaft der Ingenieure und Mathematiker, zu einer Expertenregierung im platonischen Sinne. Das wäre dann sicher keine Demokratie mehr. So, also erstmal, Ron, du hast darum gebeten, deine These zu verbessern. Vorschlag dazu von meiner Seite ist, Piraten sind Macher. Weil die Piraten haben unheimlich viel gemacht. Wir sind ja, also man muss ja verstehen, wo man hergekommen ist. In Deutschland hat man eine gewisse Politikverdrossenheit, hat sich entwickelt und hat sich immer weiter aufgestaut, auch in den Jahren nach der Einheit. Und dann hieß es immer, ja, die Politik ist in der Sackgasse, löst die Probleme nicht, bla bla bla, ja, funktioniert nicht, geringere Wahlbeteiligung und so weiter. Und die Piratenpartei, also es ging immer darum, das, was im Raum hing, war, wir brauchen eine Erneuerung des politischen Systems. Ja? Und die Piratenpartei war dann in dem Sinne, oder ist eigentlich bis heute der einzige echte Ansatz, ja, wie Politik sich weiterentwickeln, sich verbessern kann. Ja? Die Piraten haben das, die Piraten, sage ich mal, der ersten Stunde waren eben eher Leute, die sag ich mal, aus der Hacker-Szene kamen, aus dem CCC kamen, waren eher Ingenieure, Techniker, Macher, die haben einfach mal gemacht. Die haben sind nicht hergegangen und haben gesagt, ich konstruiere mir eine Partei, so wie ich das als Politikwissenschaftler gelernt habe. Eine Partei braucht ein Präsidium und braucht dies und braucht das, sondern die haben einfach ein Wiki gemacht, haben Plakate gemacht, haben Veranstaltungen organisiert und haben. Lass mich aber ausreden, das war. Und haben nur kurz fassen. Zum Beispiel Ansätze für mehr Mitbestimmung entwickelt mit Liquid Feedback. Da waren wir halt einfach klassische Macher und haben einfach was gemacht, was man auch sehen konnte. Da haben wir eigentlich wenig diskutiert, sondern relativ viel einfach Output produziert in Form von Webseiten, von Blogs, von irgendwelchen Parteitagen. Es sind einfach Dinge da gewesen. Das heißt, da haben wir einfach Dinge getan, ohne ständig darüber zu reden. Darüber geredet, was wir eigentlich tun, haben wir dann erst, als es immer mehr Leute wurden. So habe ich es halt wahrgenommen. Das ist auch die logische Konsequenz. Wenn mehr Leute da sind, wird auch mehr geredet. Das ist klar. Ja, aber wie gesagt, ich sage halt erstmal, Piraten sind Macher. Okay. Dann zu dem Thema, was angesprochen wurde. Natürlich sind wir auf dem Papier eine politische Partei, weil wir sind halt als Partei registriert und bekommen eine Parteikostenfinanzierung und so weiter. Aber
das, was eine Partei im Grunde genommen klassischerweise in der Wahrnehmung der Bevölkerung ist. Wenn ich zum Beispiel sage, zählen Sie mir mal irgendwie drei Parteien auf, sagen die Leute CDU, SPD, Grüne. Das sind Parteien, die sitzen in einem Parlament, die sind jeden Abend in der Tagesschau und die sind auch in der Hochrechnung mit einem eigenen Balken da. Alles, was dort nicht abgebildet ist, existiert überhaupt gar nicht. Den Balken hatten wir aber auch schon mal. Genau, wir haben ihn jetzt nicht mehr. Den Balken hatten wir. Da waren wir auch nicht im Bundestag. Entschuldigung, wir machen jetzt hier, glaube ich, kein Zwiegespräch. Den Balken hatten wir, den hatten wir deshalb, weil die realistische Chance bestand, dass wir eine solche Partei werden. Das war in gewissermaßen Vorschusslorbeeren. Das ist genauso, wie wenn ich zum Beispiel heute in ein Unternehmen gehe an die Börse, ja, dann geht der Aktienkurs halt hoch, ja, weil man dann sagt, Mensch, aus der Firma kann irgendwann sowas werden wie Microsoft oder Hewlett Packard oder Volkswagen. Das heißt, das sind Erwartungen, die da drin stecken, die dazu führen, dass der Kurs halt hochgeht. Das war ein Vorschuss, den wir bekommen haben, weil man uns so eingeschätzt hat, dass wir eventuell uns etablieren könnten. Ja? Ein Hype. Moment. Der Punkt ist, heute ist es so, wir sind nicht im Bundestag drin und damit sind wir auch keine Partei mehr. Wir haben diesen Status quasi verloren. Es gibt keinen in der Piratenpartei, der als Person für ein bestimmtes politisches Thema steht oder sich etablieren konnte. Auf Bundesebene. Mir fällt jedenfalls keiner ein. Ja, und das ist einfach der Punkt. Ich glaube, dass wir das realisieren müssen. Wir sind momentan nicht vergleichbar mit einer anderen politischen Partei, die im Bundestag drin sitzt. Und deswegen müssen wir auch von der Strategie her mit ganz anderen Methoden arbeiten als die anderen politischen Parteien. Ja? Okay, damit können wir dir, glaube ich, schon zustimmen. Ich wollte jetzt nochmal diese These ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir vor allem die Innovativen sind. Ja, und dieses Innovative, das eben das Web und so weiter, das hat eben unsere Arbeitswelt verändert, das verändert unsere Sozialwelt und das verändert unsere Konsumwelt auch. Und deswegen glaube ich, dass mit dieser Innovation auch die Piratenpartei nie sterben wird, die Idee, sondern die Innovation, die geht immer weiter. Und diese Innovation war zum Beispiel auch früher die Erfindung der Fotografie. Da wurde zum ersten Mal die Persönlichkeitsrechte wurden eben eingeschränkt, dass man ein Bild von jemandem machen konnte und diese Privatsphäre ist verloren gegangen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach die Innovation ist, die jetzt eine technische Innovation. Noch mehr Leute. Wer war als nächstes dran eigentlich? Ja, also ich habe eigentlich nur eine Frage, nämlich wenn es da jetzt darum geht, eine These weiterzuentwickeln und wenn wir das hier machen als 15 Leute, dann haben wir jetzt irgendwie zwei Optionen. Das erste ist, wir entwickeln diese These weiter, stellen sie dann in einem Raum und hoffen, dass Leute sie annehmen. Oder der andere Weg wäre, dass wir uns überlegen, wie wir auf einem anderen Weg zu so einer These kommen können. Das übliche Mittel dabei, traditionell, ist eine Umfrage. Und dann könnte man quasi auch sich überlegen, wie man dann eben Fragen zu so einer Umfrage stellt, wie man zu so einer inhärenten Piratenidentität kommt. Also das ist jetzt, glaube ich, vielleicht so eine Frage, die man sich stellen könnte, wenn man sagt, man möchte diese These vom Ron erweitern. Wollen wir uns jetzt darauf beschränken, dass wir 15 Leute das hier machen, es dann in den Raum stellen und dann alle Leute draufspringen und sagen, ja toll, oder die Leute sagen, hör, das ist scheiße und da gehört noch mehr dazu. Oder wollen wir uns vielleicht dann doch lieber überlegen, wie man so einen Fragebogen strukturiert. Ja, sorry, wenn ich das jetzt ausfasern lasse, aber ist halt so, das ist so eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Umfragen ist ein tolles Stichwort. Vielleicht kann uns jemand dazu sagen oder kommt das dann erst später? Ansonsten, du wolltest. Ich glaube, vor allem. Oder von der letzten. Zu dem, was Thomas gerade gesagt hat. Natürlich ist es. Ein bisschen komisch, wenn aus dem Off jetzt ein Zitat kommt und das nicht gerade passend aus meiner Sicht ist für das, was wir gerade sagen. Aber der Herr, der da gerade zitiert worden ist, liegt aus meiner Sicht völlig falsch. Hier geht es nicht um zwei Sphären, die
voneinander getrennt sind, was gerade schon angesprochen worden ist von dir. Hier wächst einiges zusammen, aber ehrlich gesagt, aus unserer Sicht haben wir die Anklage sozusagen, dass mit analogen Mitteln und Einstellungen ein neues Phänomen namens Netz übergestülpt wird und wir einfach wahrnehmen, dass da Inkompatibilitäten sind. Und du hast es angesprochen, deswegen haben die Piraten ja auch den ersten Hype gehabt. Das Urheberrecht findet in der jetzt gültigen Fassung kaum richtig Anwendung, wenn wir das auf die digitale Welt ummünzen wollten. Darum sind wir als Piraten aufgestanden und haben gesagt, da muss was anderes passieren. Ich brauche das, glaube ich, jetzt nicht weiter auszuführen. Auch diejenigen im Stream können, glaube ich, nachvollziehen, was ich meine. Außerdem, du hast auch recht, verglichen mit den Bundestagsparteien sind wir so gesehen keine Partei. Ich würde allerdings, wenn wir jetzt nicht gerade alle Außenseiter der Welt hier aufzählen wollten, auch noch einen anderen Begriff hier einführen, nämlich den der Bewegung. Denn diejenigen, die man beispielsweise als Generation schon bezeichnet hat, das sind nämlich diejenigen, die als die mit dem Internet aufgewachsen sind, die sehen also durchaus diesen Spalt, diese Unterschiede, die ich gerade schon erwähnt habe, die man mit analogen Vorstellungen nicht unterstützen kann. Und insofern sind wir auch Bewegung, wir sind auch Innovatoren, wir sind auch Avantgarde. Im Moment ist das ein bisschen verloren gegangen, weil wir aus meiner Sicht in den letzten 2 Jahren viel gesprochen haben, uns breit aufstellen wollten aus Gründen und dadurch eigentlich dieses Kernanliegen der Piraten ein bisschen vernachlässigt haben. Nochmal zu dir. Es gibt im klassischen Marketing, und das betreiben wir hier explizit nicht, dass die Möglichkeit der Umfrage. Wir haben uns im Vorfeld nun darauf verständigt, dass wir Umfragen zur Hand nehmen, die bereits vorliegen, mit viel Geld von anderen Parteien und Organisationen gemacht wurden, um zu ergründen, woher denn dieses Phänomen Piratenpartei kommt und wie es zu erklären sei. Darauf wird dann Maximilian irgendwann eingehen und auch noch destillieren, was andere glauben, wer wir denn seien. Ich glaube, wir brauchen da nicht noch eine weitere Umfrage aus unserem eigenen Empfinden herauszumachen, sondern können durchaus das aufgreifen, denn die sind ja auch gehalten, das relativ neutral zu machen, es sei denn, sie sind darauf erpicht, ihre self-fulfilling prophecy durchzubringen. Insofern glaube ich, können wir darauf verzichten. Wir können in diesem Kreise jetzt weiter diskutieren, wenn wir uns darüber einig sind, dass grundsätzlich Ron ja recht hat mit dem, was er da aufgeschlüsselt hat. Dann geht es nur noch darum, gibt es da Verbesserungen, Verschlechterungen, Änderungswünsche, ja oder nein? Ich glaube, wir haben schon vieles gehört, Macher, Innovatoren und so weiter. Vielleicht kann Ron an dieser Stelle mal ein kurzes Vorabresümee ziehen oder so ein Zwischenfazit, dass wir auch mal wissen, was jetzt Sache ist. Machen wir sowas, würde ich mal sagen, die 3 Wortmeldungen, die jetzt noch vor... Ja. 1, 2, 3, 4. Machen wir die 4 noch und dann... könnte man vielleicht auch mal eine 3-Minuten-Pause einlegen, eventuell, dass man alle an die frische Luft gehen kann? Machen oder Mittagspause um 45. Ah, okay. Das ist ja super. Das ist klein. Ja. Super. Vieles von dem, was gekommen ist, hat mich jetzt nicht wirklich verwundert. Das mit dem Außenseiter war ja absichtlich provokant formuliert, um eben eine Diskussion zustande zu bringen. Das war jetzt der Plan, so wie wir uns Vorwärtsreisungstreffen und man sich gedacht hat vorher. Hat, denke ich, auch mal ganz gut funktioniert, die Idee, dass man das dann dialektisch mit These und Antithese eben arbeiten kann bei der ganzen Geschichte. Ich denke, was vielleicht etwas besser treffen würde, das hast du, glaube ich, eben schon mal fast gesagt, ungewöhnlich, außergewöhnlich, also eben abseits von dem, was man so als breite Masse kennt. Wir finden uns oft nicht in dieser Mitte oder beim Durchschnitt.
Das wundert mich auch gar nicht, dass sofort oder relativ schnell eine Frage nach dem Prozess gekommen ist, ob das, was wir überhaupt machen, auf dem richtigen Weg passiert oder ob da nicht einen völlig anderen Weg gehen könnte. Das ist im Prinzip das, was wir als Partei auch sehr häufig fragen. Zu den Umfragen kann ich später noch was sagen. Auf jeden Fall Datensätze gibt es mehr als genug von Instituten, die die Gesamtbevölkerung gefragt haben, von Leuten, die Mitglieder unserer Partei gefragt haben. Auch der ehemalige Bundesvorstand hat Ende 2013 entsprechende Daten erhoben bei Parteitagen und per Lime-Survey von Mitgliedern. Die wurden, sind auch relativ gut. Also ich denke, die Datensätze sind fast ausreichend vorhanden, sodass man damit arbeiten könnte. Was interessant ist, wir sind als Partei vielleicht auch deshalb anders und weichen deshalb von der breiten Masse ab, weil wir in gewissen Teilen unserer Zeit voraus sind. Das heißt, wir sehen Dinge, die so nicht mehr funktionieren, ein Beispiel ist das Urheberrecht. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Bereiche in unserer Politik, in unserer Gesellschaft, die nicht mehr funktionieren und trotzdem immer noch da sind und immer noch falsch oder veraltet geregelt sind. Wir sehen die Probleme früher als andere und wir haben vielleicht weniger Probleme damit als andere, uns von gewohnten Mustern und Denkweisen, Verhaltensweisen zu verabschieden und anders zu leben oder anders zu denken. Das ist vielleicht auch etwas wie ein Lebensgefühl, was uns verbinden kann. Wenn wir jetzt, wenn die Grünen früher gesagt hatten, haben wir sind nicht links, nicht rechts, sondern vorne, dann sagen wir, okay, aber passt mal auf, wir sind noch vor euch und ihr rennt uns gerade hinterher. Wir müssten halt nur noch bis zur nächsten Wahl oder deutlich vorher, damit wir das auch nach außen kommunizieren können, gemeinsam mal rausfinden, warum das denn so ist und was genau diese Punkte sind, die uns da zusammenbringen und dazu führen. Ganz kurz nochmal, Kritik an dem Außenseiter an der Stelle. Hintergrund ist, es gibt viele Außenseiter, die wir gar nicht in der Partei haben und auch da gar nicht haben wollen. Nicht alle Außenseiter sind Piraten. Sagt natürlich, wenn man jetzt textkritisch hergeht, die Aussage auch nicht, dass Piraten Außenseiter sind, aber trotzdem muss man an der Stelle aufpassen. Mir wäre es lieber, wenn wir sagen würden, die Piraten sind, um das Fremdwort Innovator zu vermeiden, Erneuerer der Demokratie, Erneuerer der Politik. Nach dem, was du gesagt hast, weil wir eben in vielen Bereichen vorne wegmarschieren und hier Dinge sehen und schon gestalten könnten, zu denen die anderen nicht in der Lage sind. Gleichzeitig sehe ich aber durchaus im Bereich Marketing nach außen die Möglichkeit, den Außenseiter zu verwenden. Denn wir haben ja schon mal die Piraten, das ist ja auch ein negativer Begriff, den wir als Parteinamen gewählt haben. Ob das besonders klug war, ist eine andere Sache, wir haben ihn jetzt, mit dem müssen wir fertig werden. Und auf der anderen Seite gibt es überall dort, wo es darum geht, Lösungen, zum Beispiel technische Lösungen zu erarbeiten, immer die Empfehlung, mal aus dem System rauszutreten und das Ganze von außen zu betrachten, weil man dann auf einmal neue Abstraktionen findet und damit neue Lösungen findet. Und aus dieser Sicht gefällt mir Außenseiter sogar sehr gut. Wir sind diejenigen, die die Politik von außen betrachten und dadurch zu neuen Ideen kommen. Ja, ich bin der Michael aus Nürnberg. Ich habe, wie ich das erste Mal das Pad aufgemacht habe mit den Fragen, also zum LPD waren, wenn wir mit der Außenseiterdiskussion und dann da die Selbstreflexion angefangen hatten mit Nerds und was weiß ich, kam für mich so ein das Gefühl der Sozialromantik auf. Weil ich habe auch auf der Zufall darüber nachgedacht, ich denke, es ist auch noch so ein Generationenproblem. Also ich glaube, viele Piraten, die jetzt aus dieser Nerd-Ecke kommen und auch aus dieser IT-Ecke, haben glaube ich noch nicht realisiert, dass sie 2012 massiv gekapert worden sind. Von so mehr oder weniger Normalos wie ich. Also ich bin auch mit dem C64 aufgewachsen und was weiß ich, 95 im Internet. Aber das war jetzt quasi nicht das Ausschlaggebende, sondern ich denke, das ist eigentlich auch ein Weg, jeder sollte mal fragen, warum er eigentlich bei den Piraten ist oder sowieso er eigentlich eingetreten ist. Für mich war damals das Ausschlaggebende, ich habe mir damals das Grundsatzprogramm geholt, habe das durchgelesen, fand es ganz nett. Jetzt nicht vollkommen der Überhammer, ich fand es ganz nett, aber warum ich eigentlich eingetreten bin, das war die Wahlkämpfe Schleswig-Holstein und die zwei darauffolgenden, weil da warst du dabei. Du musstest Bayern nicht verlassen, aber du warst dabei. Es gab Streaming, Wohnzimmerkino, stundenlang, wo du erstens Piraten gesehen hast, also normale Menschen, die Politik gemacht haben. Und zweitens, die sich dann auch andere Leute eingeladen haben und diskutiert haben und es war einfach
du hattest nicht diese Hemmschwelle wie bei anderen Parteien, sondern du warst sofort irgendwie mitten im Leben. Und ich glaube, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, da möchte ich eigentlich auch am Vorredner anschließen, dieses Erneuerung der Demokratie und der Politik und dieses Mitmachen, ohne durch 5000 Gremien gegangen zu wollen, das war der Dreh- und Angelpunkt. Und das haben wir irgendwie dann komplett vergessen nach der ersten Wahlniederlage. Und seitdem überlegen wir eigentlich, wie das so weitergeht, wobei das eigentlich für mich eigentlich zwangsläufig war. Was heißt denn zwangsläufig? Ich wollte es noch nicht so aussehen. Aber ich denke auch schon, dass so, es gibt also die Theorie, wir haben so eine Stammwählerschaft von 3% und in den Städten von 5%. Die finde ich eigentlich schon nachvollziehbar, aber gerade die haben halt verprellt, indem wir irgendwie diese politische Teilnahme nicht mehr betont haben. Und das ist eigentlich, finde ich, irgendwas, wo wir auch wieder zu diesem Coolness-Faktor eigentlich hin müssen. Und das ist halt, dieses Bild, was wir zurzeit nach außen tragen, ist halt total uncool. Und deswegen müssen wir da zu diesem Coolness-Faktor. Ich bin schon der Letzte, glaube ich, ne? Ja. Es ging ja hier um diese These. Und ich wollte dann auch einfach mal die These versuchen weiterzuentwickeln. Und zwar habe ich jetzt mal aufgeschrieben, Piraten sind Individualisten. Einfach vor dem Hintergrund, dass mir eigentlich dieses Wort Außenseiter auch nicht so gut gefällt. Es ist mir zu beladen, zu negativ besetzt. Und es ist auch nicht, also auch zu einseitig, ja? Weil Außenseiter eigentlich nur die negative Seite ein bisschen zeigt und es ist mir sogar für das Parteiinterne dann ein etwas zu beschränkter Begriff. Ich wollte nur mal kurz auf das Cool eingehen, aber auch nur noch mal kurz, um das nicht ausatmen zu lassen. Das Cool und das Außenseiter kann sich ja durchaus ergänzen. Also das ist, sagen wir mal so, wenn jemand cool ist, wenn jemand ein Schauspieler ist oder so und ganz oben an der dünnen Luft ist, ist er natürlich auch Außenseiter letztendlich zwangsläufig, weil es gibt halt nur irgendwie ein paar Dutzend Leute, die da hinkommen, und das ist natürlich auch so ein bisschen Außenseiter. Das ist natürlich jetzt nur eine Tendenz. Und was ich auch noch hinzufügen müsste zu dem Cool, das war natürlich auch immer so eine, gerade mit dem Blick auf Technik, Verständnis, immer so eine elitäre Sache, auch so ein bisschen. Also so, das ist alles immer ein bisschen miteinander zusammen. Das heißt natürlich nicht, dass Piraten jetzt irgendwie so ein elitärer Club werden, so Anzugträger oder so, und total irgendwie, ne? Aber so ein bisschen zusammenhängt es schon. Und mit dem Blick auch, dass es hier um Strategie geht und wir auch sehen müssen, nach außen hin ist vielleicht Außenseiter oder individuell nicht so toll. Das haben wir jetzt gesehen bei den Wahlen, dass wir halt keine Massenpartei dann sind oder dass das auch schnell nach hinten losgehen kann, weil auch in der Partei dann viele verschiedene Meinungen sind. Dann würde ich halt sagen, man sollte halt schon schauen, dass man dieses Coole nach außen trägt und auch lebt, weil das haben wir jetzt gerade die letzten Jahre nicht geschafft. Und eben als Organisation auch lebt, wie es hier auch jetzt durchaus beschrieben wurde, mich zufriedenstellend beschrieben wurde von verschiedenen Leuten, aber tatsächlich nach außen hin bei den Wählern, bei der Bevölkerung versucht eben zwar dieses coole Image zu haben, aber nicht nur diese Leute zu unseren Wählern zu machen, sondern eben mehr Leute. Das, glaube ich, kann schon funktionieren, hat zwar auch Risiken, aber das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Man sagt, ja, also Piraten sind zwar schon so ein bisschen kleinere Gruppe, sag ich jetzt mal so vom Feeling her, aber wir sprechen viele Leute an oder zumindest viele Leute können uns wählen, so ungefähr das hinzukriegen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und kurz bitte, weil wollen wir noch mal zum Abschluss sagen. Genau, also was ich noch mal kurz einbringen wollte, wir sagen jetzt immer, ja, Piraten sind Außenseiter, Piraten sind dies, Piraten sind das. Wen meinen wir denn eigentlich damit, wenn wir das halt sagen? Denn die Piratenpartei ist, sag ich mal, ein Konstrukt, ein Gebilde, wo es, sag ich mal, verschiedene Gruppierungen gibt. Ja? Es gibt vielleicht einen harten Kern von ein paar hundert Personen bundesweit. Das sind die Leute, die man auf den Parteitagen aktiv sieht, die dort organisieren. Leute, die in Parlamenten schon drin sitzen, Leute, die irgendwelche AGs leiten oder so, das sind die Leute, die man vielleicht auch mal aus dem Fernsehen kennt oder die man häufig auf Twitter trifft, ja, wie Patrick Breyer, die auch schon den Namen haben oder so. Also es gibt, sag ich mal, einmal
die Promi-Piraten, eine Gruppe von anderen sehr aktiven Machern. Und dann gibt es aber eben, sage ich mal, auch viele Leute, die in ihrem Kreisverband abhängen, sage ich mal, dort halt vor Ort ein paar Aktionen machen, aber eigentlich sich nicht großartig, sag ich mal, einmischen, weil sie gar nicht kandidieren oder so, ja. Die zweite Gruppe sind vielleicht so die Kandidaten noch im weiteren Sinne, die auch kandidiert haben, die sich aufgestellt haben, die sehr, sehr aktiv sind, die einen großen Teil ihrer Zeit investieren. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, naja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, ich mache da mal mit, das sind auch meine Freunde und so und das ist doch alles ganz witzig. Und dann gibt es eben auch noch viele Leute, die einfach nur sagen, ich finde das halt gut und möchte es unterstützen, aber ich habe keine Zeit, mich da einzubringen. Und dann gibt es noch andere Leute, die sagen, ich habe die gewählt, weil ich das gut fand. Wenn man sagt, die Piraten, wen meinen wir denn eigentlich dann damit? Weil das müssen wir mal definieren und wenn man solche, was man machen kann, um das jetzt alles auch zu objektivieren, ist natürlich, man könnte halt, wenn der BO dann da ist, die Leute einfach fragen, ja, und könnte sagen, wir machen eine Mitgliederbefragung, dann soll doch jeder mal sagen, wie er sich dort einschätzt, dann hat man auch irgendwas Greifbares. Ansonsten glaube ich, dass das solche Thesen sehr spekulativ sind, ja. Abschließendes Wort für Ron erstmal. Also was ich jetzt schon recht gut finde, ist, dass wir uns irgendwo schon einig sind, dass man mit dem Begriff jung diese Partei nicht trifft. Deshalb hat mich das etwas überrascht, als Foti in seinem Blogposter über Strategie und Taktik, der gut angefangen hat, aber dann hat er geschwächelt, dass er eben auch nur den Kurzschluss gemacht hat, dass Piraten jung seien. Nämlich, wenn man sich anschaut, wenn ich behaupte, Piraten bestehen aus Nerds, das ja nicht nur unbedingt IT-Nerds sind, sondern Nerds gibt es hier in allen möglichen Bereichen. Nerd ist ja der, in Anführungszeichen, Fachidiot. Dann sind diese Leute ja nicht jung. Also selbst der Begriff jung geblieben stimmt einfach nicht. Weil wenn ich jetzt an irgendeinen Professor da mit wallenden Haaren denke und sonst irgendwas, also da könnt ihr auch alle möglichen Bilder jetzt vor Augen vorstellen, oder Internetpioniere, wie jetzt aktuell als Friedensnobelpreis ausgezeichneter, diese Leute sind nicht jung. Aber deshalb finde ich solche Begriffe, die heute gefallen sind, also auch von Matthias, dass Piraten eher innovativ sind, also dieses, was wir auch gehört haben, Vordenker. Also das ist eher so, wo ich den Piraten tatsächlich eher verorte oder wo ich mir wünschen würde, dass wir so auftreten würden. Den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, wo hätten wir gern die Piraten? Also, dass wir denken, ja, Piraten sind die Erneuerer der Demokratie. Das würden wir gern sein. Mir geht es aber darum, wenn wir uns selbst finden wollen, müssen wir erstmal ehrlich zu uns selber sein und schauen, wer wir sind. Nicht, wer wir sein wollen. Sondern wir müssen eher immer drauf schauen, wer wir sind. Und ich hatte ja auch beim Landesparteitag den Kommentar von Amikic gezeigt, die ja auch in ihren Schlussworten gesagt hat, Piraten dürfen nicht vergessen, eine Bewegung zu sein. Das ist eben das. Also Parteien sind zum einen Lebensgefühl, wir sind eben auch eine Bewegung, die aus dem Netz heraus sich formiert hat und sich angedient hat, eine politische Partei zu sein. Also da muss man sich natürlich auch in die Gründungsphase dieser Partei bewegen. Warum haben wir überhaupt eine Partei gegründet? Also, oder warum haben die Schweden eine Partei gegründet und wir haben nachgezogen? Aber das ist ganz wichtig, dass wir uns auch dass wir uns anschauen, welches Lebensgefühl verkörpern wir, welche Bewegung steckt hinter dieser politischen Partei. Und da müssen wir mehr den Fokus drauf haben. Also mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir laufen jetzt los und wir sind jetzt alles Außenseiter. Es geht nur darum, wir müssen uns selber definieren, wer wir sind, auch um uns gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. Weil wir haben in Anführungszeichen das Problem gehabt, dass wir überrannt worden sind von ganz vielen Gruppen. Das, was wir in den letzten Monaten ja auch
ganz bewusst gesehen haben, was zu einer ziemlichen Zerreißprobe geführt haben. Deshalb müssen wir wissen, wer wir sind, wo wir stehen und müssen das auch Neumitgliedern vermitteln, wer wir sind. Und auch erst, wenn wir tatsächlich wissen und auch für uns definiert haben, und das kann man nicht über eine Umfrage machen, das funktioniert nicht. Umfragen funktionieren sowieso nur dann gut, wenn die Fragen gut ist. Und wenn du jetzt eine Umfrage machst, wer bist du? Dann kriegst du erstmal keine vernünftige Antwort, weil man sich erst mit diesem Thema beschäftigen muss. Man muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie ich zu Beginn gesagt habe, als ich vor anderthalb Jahren hier im Raum gefragt wurde, wer ist denn die Zielgruppe dort und der Piraten, habe ich auch platt gesagt, die Jungen. Aber das stimmt eben halt einfach auch nicht, wenn wir unsere Wähler anschauen und auch wenn wir unsere Parteimitglieder anschauen. Wir haben ja 2010 haben wir geglaubt, wenn unsere Zielgruppe jung ist und in Anführungszeichen die breite Schicht ausstirbt, im wörtlichen Sinne, die eben die etablierten Parteien, die konservativen Parteien gewählt haben und wir dann gesehen haben, dass bei den Jugendumfragen, die immer so eine Woche vorher stattfinden, dass wir da eben überdurchschnittlich abgeschnitten haben, sodass die Zeit für uns spielen würde. Wir sehen im Moment, dass das nicht der Fall ist. Also wir sind jetzt nach einer Weile jetzt bei 1% gelandet und haben uns nicht automatisch gesteigert, weil wir eben nicht jung sind. Also leider haben wir jetzt noch nicht ganz geschafft, es noch treffender, noch besser auf den Punkt zu formulieren, wer wir sind. Ich denke aber schon, dass wir es ein bisschen geschafft haben, ein Gefühl dafür zu entwickeln, in welche Richtung wir denken müssen, um uns auch selber zu definieren. Und das ist einfach auch wichtig da dabei. Im weiteren Ablauf für den Tag, wie gesagt, also wäre jetzt eine Mittagspause geplant von einer halben Stunde. Nebenan gibt es Pizza, am besten einen Teller mitnehmen. Gibt es die auch recht günstig dort drüben. Wir können auch was bestellen und sonst irgendwas. Geschäfte im näheren Umkreis gibt es eine ganze Menge. Und dann nach der Mittagspause würden wir damit weitermachen, wer wir nicht sind. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wer wir sind oder wer wir sein könnten oder wie wir das definieren könnten. Nachher wollen wir dann nach der Mittagspause darüber sprechen, wer wir nicht sind. Vielleicht können wir uns darüber vielleicht einfacher nähern, wer wir tatsächlich sind. Also jetzt Mittagspause und danach weiter mit, wer wir nicht sind. Wir haben uns nicht abgesprochen. Also wenn jeder das sagen würde, also auch machen würde, das wäre super. Aber eben, Piraten sind keine Macher, weil Piraten sind nur jemand, der immer sagt, mach mal. Nein, Ron, das ist doch ganz klar. Je länger man Politik macht, desto mehr erkennt man, wie wichtig Delegation ist. Oh ja. Oh ja. Das war genau das, bevor wir angefangen haben, genau das Thema. Aber ich hab's das nicht vorstellen, den demografischen Faktor mal